Hallo und herzlich willkommen bei So geht's. Heute geht es um diese Feuchtraumleuchte, die ich auf eine Straßenlaterne umgebaut habe, weil die kaputt war. Das war diese alte. Meine neue Feuchtraumleuchte ist immer noch dort. Die. Ja. Und die hier habe ich halt jetzt gebaut. Mit Haube vorne, zwei Klemmen, das reicht völlig. Hier unten hält es auch. Start ein Sylvania Start, der FSL Raff. Hier so eine Röhre, so eine PLL-Lampe mit 36 Watt. Vorne ist auch das KVG, sieht man nicht, aber es ist hier vorne bei den Kabelbindern. Und ja, hier sieht man halt, hier hinten bei diesem Blech ist halt das Metall für die Stange hier. Und ist nur gedacht, dass sie so an der Seite aufgehängt wird. Jetzt hoffentlich fliegt sie nicht runter. Ja, jetzt mal schauen, dass ihr alles seht. Ja. Und jetzt starte ich sie mal. Vielleicht seht ihr mich. Hallo? Jetzt tue ich sie rein. Also sie startet sehr, sehr schnell. Nochmals. Ja. Jetzt mal seitlich. Das war halt eine 36 Watt Feuchtraumleuchte. Ich habe die halt umgebaut. So rein. Ja, man hat es gesehen. Ich kann euch sonst mal die Röhre zeigen. Ich nehme dafür die Haube ab und pausiere das Video. Ja. Und hier sieht man halt die Röhre, eine Philips 36 Watt PLL-Lampe. Ich habe die alte noch genommen. Dafür werde ich eine Röhre kaufen und dann werde ich auch einen Vlog machen. Jetzt mal schauen. Mal die starten. So. Ja. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!